sitzt Thorsten, der Trainer des FC Magdeburg. Thorsten, wie würdest du die spielerische Entwicklung deiner Mannschaft im vorhergegangenen Turnierverlauf bewerten? Ja, also wir sind ein bisschen schnell reingekommen ins Turnier, weil es auch für uns ein bisschen ungewohnt ist, vom Ball, durch die Leichtsturmwellen und natürlich diese Intensität durch die Vollbande. Aber die Entwicklung soweit war ganz gut, konnten auch gegen die Bundesliga-Vereine gut mithalten zum Schluss. Ja, für uns ist halt wichtig, dass die Jungs sich mal 1 gegen 1 durchsetzen. Da stehen die Ergebnisse jetzt nicht so im Vordergrund. Und da ist das wirklich okay. Und du als Trainer, du sagtest gerade, es ist wichtig, sich dann auch gegen die Bundesliga-Vereine durchzusetzen und mitzuhalten. Nimmst du persönlich zwischen den Spielen viele taktische Veränderungen vor? Stellst du dich auf die Gegner ein? Nein. Taktische Anweisungen machen wir sehr wenig. Wir achten wirklich bloß, dass die Jungs sich am Ball entwickeln. Das hat eine individuelle Ausbildung und das Taktische steht da wirklich hinten an. Und wie ist es mit so einer dann doch relativ weiten Anreise aus Magdeburg mit den Kindern allgemein am Wochenende? Wie ist der pädagogische Effekt? Wie geht ihr mit den Kindern um in so einem Verlauf von einem 2-tägigen Turnier? Also für die Jungs natürlich ganz wichtig, in dieser Gruppe zu sein. Dieser Zusammenhalt natürlich wird dadurch gestärkt. Die sind alle in einem Hotel, man trifft sich abends. Ja, man hat ja so dann doch nicht immer die Chance, oder die Jungs zusammen zu sein. Die sehen sich ja immer im Training oder bei Turnieren. Und dafür ist das für die Jungs eine coole Entwicklung, zusammen zu sein, sich sozial weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Ist so ein Turnier denn für euch allgemein ein guter Gradmesser, wo ihr als Verein und als Mannschaft steht momentan? Ja, das kann man so sagen. Man hat so ein bisschen gemerkt, wo die Bundesliga-Vereine schon sind in der Entwicklung. Man kann halt gucken, wo man weiterkommen kann mit den Jungs, wo noch Potenzial besteht. Wir werden nicht ganz mithalten können, das ist klar. Dafür haben die Bundesliga-Vereine ganz andere Mittel und Möglichkeiten bei der Sichtung. Aber man hat schon so ein Gradmesser, ob man in der richtigen Richtung ist. Nun hast du ja gerade eure Unterbringung schon angesprochen. Wie zufrieden bist du denn mit den allgemeinen Rahmenbedingungen des Turniers, jetzt nicht nur Unterkunft, sondern auch die gesamte Organisation betreffend? Das ist ganz toll organisiert, auch über die Einladung, den Kontakt zwischendurch, bis zur Unterbringung, das Turnier selber, die Organisation. Also es ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Denkt ihr, dass ihr nächstes Jahr einer weiteren Einladung nach Ostwestfalen folgen würdet? Sofort. Wunderbar, dann wünsche ich euch eine gute Heimreise und bis nächstes Jahr. Danke.